Willkommen bei Playing Dead, mein Name ist Max und willkommen zu Folge 3 vom UDK-Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich, wie Sie Ihr Level als .exe-Datei, also als Installer, speichern können. Zuerst muss ich aber noch einige Sachen erzählen und erklären. Also zuerst einmal, wenn wir dieses Level jetzt starten, sehen wir, ich habe eine Waffe. Das habe ich so hingekriegt, dass ich einfach die Version vom März 2011 installiert habe. Das ist die simpelste Möglichkeit, wieder Waffen ins Spiel zu bekommen. Dann gibt es Lichter, die alles anleuchten. Also ein Directional Light und nicht nur ein Lightpunkt, der nur einen bestimmten Bereich einleuchtet. Um einen Directional Light zu adden, machen wir einen Rechtsklick auf den Boden, klicken Add Actor, Add Light Point, machen einen Rechtsklick auf den Light Point, Convert to. Jetzt hier Convert Light, Directional Lights, Directional Light. Das leuchtet jetzt alles an. Was man nicht gut sieht, weil ich davon schon eins platziert habe, aber egal. So, um unser Level als .exe-Datei zu speichern, müssen wir es erstmal abspeichern. Die ersten beiden großen Buchstaben des Levelnamens geben dabei den Spielmodus an. DM steht für Deathmatch, TDM für Team Deathmatch und so weiter. So. Dann noch ein Bindestrich und den Namen des Levels. Ja, ersetzen. Komm. Dann gehen wir auf Start, alle Programme, Unreal Development Kit, unsere Version, Tools und Unreal Frontend. Bestätigen die Sicherheitswarnung. Hiermit können wir jetzt unser Spiel in eine .exe-Datei verpacken. Dafür klicken wir hier auf Add. Dann befinden wir uns im Standardverzeichnis, wo die Maps vom UDK abgespeichert werden. Wir wählen unsere Map aus und klicken auf Add Selected Maps. Dann klicken wir hier oben auf Cook und Cook Packages. Das kann eine Weile dauern. Wenn hier unten diese grüne Meldung kommt, ist das Vorbereiten des Levels fertig. Dann klicken wir hier auf Package Game. Das fängt mit der Erstellung der Datei an. Dann geben wir nochmal den langen Namen des Spiels an und eine Abkürzung. Ich lasse das jetzt mal so und klicke auf Package Game. Die fertige .exe-Datei befindet sich im Standardverzeichnis vom UDK. Jetzt befinden wir uns im fertigen Spiel. Klicken einfach mal auf Start Game. Okay, in Sachen Level Design lässt das hier zu wünschen übrig, aber immerhin wissen Sie jetzt, wie Sie ein einfaches Spiel erstellen. Und damit bis zum nächsten Mal bei Playing Dead.